ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Mit Herrn Bühler reden wir in diesem Podcast ja über den Fortgang des Krieges in der Ukraine, im Wesentlichen über die militärischen und militärpolitischen Aspekte, über die Folgen und Auswirkungen für uns hier in Deutschland, Stichwort Bundeswehr. Aber wir wollen uns auch nicht zu sehr einengen und verlassen das Thema Ukraine-Krieg hin und wieder, so wie heute. Ein Schwerpunkt heute wird das Geschehen im Nahen Osten sein. Sie können sich denken, hier geht es im Kern um den iranischen Angriff auf Israel und alles drumherum. Wir zeichnen heute mal wieder etwas außerhalb des gewohnten Rhythmus auf, nämlich erst am Dienstagabend, das ist der 16. April 2024. Wir haben es jetzt ja so gegen 19.30 Uhr. Veröffentlichung dann am Mittwoch, 17. April. Und der Podcast ist wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir schauen natürlich als erstes in die Ukraine. Herr Bühler, welche militärischen Entwicklungen der vergangenen Tage würden Sie denn hervorheben wollen? Also ich würde drei Überschriften vielleicht eingangs bringen. Das erste sind die Luftoperationen der Russen, die nach dem großen Angriff der letzten Woche doch auf sehr niedrigem Niveau wieder waren. Also mit 17 Drohnen, mit 16 Drohnen, die meisten werden abgeschossen mit ein oder zwei Marschflugkörpern dazwischen. Aber es gibt eben auch Beschuss gerade der Region Kharkiv mit ballistischen Raketen kurzer Reichweite aus der Region Belgorod. Das ist nach wie vor ein Thema bei den Operationen in der Tiefe der Ukraine. Gibt es nicht viel zu vermelden. Es gibt den Angriff auf Bryansk, auf ein Industriegebiet, das wohl auch mehrere Verletzte gefordert hat. Dort ist ein Umspannwerk getroffen worden in einem Industriegebiet nach Aussage der Ukraine. Und das muss man hervorheben und das sieht man, wie vorsichtig sie auch sind in ihrer Kommunikation, dass sie ganz detailliert aufführen, welche Militäreinrichtungen in der Umgebung davon betroffen waren. Also Militäreinrichtungen der Eisenbahnpioniere und eine zweite Einrichtung, die ein Bestandteil des militärisch-industriellen Komplex darstellt, also eine Rüstungsfabrik und dergleichen mehr. Also es wird sehr darauf geachtet, dass man nicht in diese Muster hineinfällt, die vorgegeben werden von Russland, sondern dass man sich hier tatsächlich auf militärische Ziele konzentriert. Das wird ja sehr deutlich. Und drittens die Angriffe am Boden, die russischen Angriffe, die gehen entlang der Frontlinie weiter. Die Russen gehen in einzelnen Abschnitten langsam vor. Sie haben dabei große Verluste, aber die Ukrainer verteidigen insgesamt erfolgreich bei aber anhaltenden Schwierigkeiten bei der Luftverteidigung und auch bei der Artilleriemunition. Insofern ist da die Lage unverändert. Aber Sie haben es ja gesagt, die Russen gehen langsam vor, das heißt, sie kommen hier voran. Also mühsam, zwar Meter um Meter, aber letztlich dennoch voran bei den Schwerpunkten. Also westlich von Bachmut und dann ein bisschen weiter südwestlich dann bei Avdiivka. Ja, also genau wie Sie sagen, im Schwerpunkt in der Region westlich von Avdiivka und westlich von Bachmut, also in dem Zentralbereich des Donbass, im Zentralbereich der Front. Es ist für die Russen sehr mühsam. Teilweise greifen sie mit mechanisierten Kräften an, also Kampfpanzern und Schützenpanzern. Teilweise bringen sie aber auch ihre Infanterie in ungeschützten Fahrzeugen an die Front. Überwiegend kommt altes Material zum Einsatz, das man in irgendeiner Art und Weise wieder fit gemacht hat, einsatzbereit gemacht hat und aus dem Depot vorher geholt hat. Der Schlüssel zum von Ihnen so angesprochenen langsamen Erfolg dieser Bodentruppen ist die russische Artillerieüberlegenheit und der Einsatz von russischen Gleitbomben auf die ukrainischen Stellungen und damit auch der Mangel an Luftverteidigungssystemen der Ukraine. Der Angriff der russischen Kräfte, den man so auf Videos mitverfolgen kann, der erfolgt unmittelbar nach
Ende dieser Feuervorbereitung, wie wir sagen, aus Artillerie und von Luftfahrzeugen, sollten die Ukrainer dem Artilleriefeuer und den Gleitbomben nicht widerstehen können und ein Stück weit Richtung Westen ausweichen, dann rücken die Russen einfach nach. In dieser Phase erleiden sie dann große Verluste, wenn es den Ukrainern doch noch gelingt, aus ihren Stellungen zu wirken mit ihren Waffen bzw. schnell Drohnen einzusetzen. Jetzt haben Sie im Prinzip gesagt, Artillerie massiv und auf der anderen Seite altes Material, was die Russen da so zusammenkarren. Und da kann man sich ja fragen, also wie steht es denn da um die Stärke der Russen in den möglichen Bereitstellungsräumen? Ich frage deshalb, weil ja die Mutmaßungen nicht abreißen, dass es in den nächsten Wochen da zu einer größeren Offensive kommen könnte. Lassen Sie vielleicht noch mal einen Gedanken zum Schwerpunkt auch noch mal sagen. Die Russen versuchen so weit und so schnell wie möglich nach Westen Richtung der Ostgrenze der Region Donetsk anzugreifen. Dazu müssen sie zunächst die starken ukrainischen Stellungen da auf Höhe Chasiv Yar überwinden. Ist das geschehen, dann können sie sich auf die Städte Slowjansk, Kramatorsk, Kostjantynivka und Bogrois konzentrieren, die von Nord nach Süd wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind. Diese Städte bilden die nächste Verteidigungslinie der Ukraine. Wenn man die gesamte Front sieht, dann finden auch außerhalb von diesem Schwerpunkt russische Angriffe statt. Im nördlichen Abschnitt, ganz im Norden an der Grenze zu Russland, bei Kupjansk und auch in der Südukraine bis rüber zum Dnipro gegenüber von Cherson. Aber die russischen Kräfte in der Mitte, die sind eben hoch priorisiert. Sie bekommen mehr Artillerie, mehr Luftunterstützung, sie haben mehr Bodentruppen zur Verfügung. Und jetzt zu der eigentlichen Frage. Die Russen versuchen aus dem Stand heraus, so wie sie die ganzen Wochen und Monate in diesem Jahr angegriffen haben, den Angriff fortzusetzen, weil sie natürlich wissen, dass diese Delle der Munitionsknappheit, der Knappheit bei Flugabwehrraketen irgendwann mal ausgeglichen wird. Und deshalb versucht man so schnell wie möglich auch Fakten zu schaffen. Sie haben in dem angesprochenen Schwerpunkt so viele Kräfte, dass sie auch mal Kräfte aus der Front herauslösen können, sie in weniger intensiven Frontabschnitten einsetzen und auch mal pausieren lassen können, um das mal so auszudrücken. Oder auch den taktischen Schwerpunkt zu verschieben, sie auf anderen Angriffsachsen in diesen Schwerpunktraum im Donbass, westlich Bachmut und Avdijivka angreifen lassen. Es gibt ja also diese von Ihnen angesprochenen Reservekräfte in den Bereitstellungsräumen, aber das sind taktische Reserven. Sie sind keine großen Kräfte, große Reservekräfte in Bereitstellungsräumen, die man dann auch zu größeren Offensiven nutzen könnte. Dann greife ich mal Chasiv Yar noch kurz auf. Die Russen haben ja nun angeblich den Auftrag, diese Stadt bis zum 9. Mai einzunehmen. Also das ist eine Information, die von den Ukrainern verbreitet wurde. Sinn würde es für die Russen propagandistischer machen, also vom Datum her, immerhin ist der 9. Mai in Russland Feiertag, Dien Pobjedy, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, den man dort begeht, 9. Mai. Chasiv Yar Einnahme. Ist das militärisch für die Russen machbar? Also solche Ziele sind ja teils vom Kreml, teils vom russischen Verteidigungsministerium schon mehrfach in diesem Krieg gesetzt worden. Im vergangenen Jahr gab es mehrfach Ultimaten in Bezug auf Bachmut, wenn Sie sich erinnern, ab Sommer dann in Bezug auf Avdijivka. Es ist also durchaus anzunehmen, dass auch in diesem Jahr eine solche besondere Zielsetzung ausgegeben worden ist. Wenn die Ukrainer genügend Artilleriemunition und Flugabwehrsysteme hätten, dann würde ich Ihre Frage, ist das militärisch für die Russen machbar, klar beantworten mit einem Nein. Jedenfalls nicht in 3 Wochen. Dazu begünstigt das Gelände rund um Chasiv Yar die Verteidiger zu viel. Das Gelände ist zudem verstärkt durch Feldbefestigungen und durch Minenfelder. Aber bei der derzeitigen Versorgungslage der Ukraine besteht immer die Gefahr, dass ihre Frontlinie örtlich begrenzt kollabiert und die Russen auch ohne große Anstrengungen einen Durchbruch erzielen,
ein Durchbruch, der einen Dominoeffekt nach sich ziehen könnte. Und deshalb bin ich etwas vorsichtig, mich in dieser Lage festzulegen, ob da eine schnelle Einnahme von Chasiv-Yar für die Russen machbar ist oder nicht. Aber habe ich Sie es richtig verstanden? Sie sagten, es ist örtlich begrenzt ein Durchbruch möglich, aber dann könnte es einen Dominoeffekt geben, dann wäre es ja am Ende dann doch ein richtig großer Durchbruch. Ja, wenn es örtlich begrenzt irgendwo mal passiert, dann besteht eben die Gefahr, dass dann Schritt für Schritt auf andere Bereiche der Front übergreift. Das ist so und das habe ich jetzt mit Dominoeffekt beschrieben. Lassen Sie mich noch ganz kurz was zur militärischen Sinnhaftigkeit fragen. Also wenn den Russen daran gelegen ist, also dort durchzubrechen, also bei Chasiv-Yar beispielsweise, dann steht natürlich die Frage, warum konzentriert man dann die Luftschläge, also nicht auch dort. Also ich meine die Angriffe mit Raketen, mit Drohnen. Stattdessen wird dann immer wieder auf alle möglichen Ziele geschossen, also Kharkiv zum Beispiel. Das ist Luftlinie ungefähr 200 Kilometer entfernt. Klar sprechen wir immer wieder von Terror gegen die Zivilbevölkerung, aber militärisch bringt es die Russen doch an ihren eigentlichen Schwerpunkten da am Boden nicht voran. Könnten Sie das mal einordnen? Also wir haben das ja in den beiden Jahren schon häufiger gesehen, dass die Russen Probleme haben, ihre Luftoperationen mit den Bodenoperationen auf der operativen Ebene zu koordinieren. Das zeigt auch, dass sie die ganze Operation auf unterschiedlichen Operationslinien laufen lassen, die von unterschiedlichen Kommandos auch geführt werden. Und man da nicht so sehr darauf achtet, auf eine große Linie, auf eine große operative Linie, sondern da macht der eine Befehlshaber sein Ding in Bachmut und der Avdijewka. Und insbesondere die aus dem Verteidigungsministerium geführten weiten Schläge, die großen Luftoperationen, die haben eine ganz andere Zielsetzung, die nicht unbedingt mit dem, was auf dem Boden passiert, kompatibel ist. Die dritte Operationslinie, die wir immer wieder besprochen haben, ist die Informationspolitik, der Informationskrieg, der hier stattfindet von den Russen. Auch das ist nicht immer kohärent, das Ganze. Das ist gut so, dass es den Russen das nicht gelingt. Sie sind besser geworden, finde ich, in der Koordinierung über die zwei Jahre. Aber ein Idealbild ist das natürlich nicht, gerade wenn man die beiden Punkte anschaut, die Sie gerade genannt haben. Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt unter die aktuelle Lage. Schauen wir auf ein paar Meldungen. Zunächst mal darauf, dass die Ukraine von Deutschland ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem bekommt. Wer die letzten Folgen unseres Podcasts gehört hat, der ahnt, dass Sie, Herr Bühler, das sicher gutheißen werden. Ja, ich habe zumindest angeregt, darüber nachzudenken. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, die jetzt ganz schnell getroffen worden ist. Auch wenn die Abwägung zwischen operativer Notwendigkeit jetzt für die Ukraine und auf der anderen Seite der Erhalt der Fähigkeiten bei uns in Deutschland, das ist schon ein schwieriger war. Aber die Abwägung ist hoffentlich auch bei unseren Partnern, die Patriot haben, beispielgebend angekommen. Es war keine leichte Entscheidung für unsere Luftwaffe, ganz sicher. Wir erinnern uns, wir haben 12 Patriot-Staffeln in der Flugabwehr-Raketengruppe der Bundeswehr vor dem Angriff. Jetzt geht bereits das Material der dritten Staffel in die Ukraine. Sie haben davon gesprochen, dass sich andere Staaten da möglicherweise ein Beispiel dran nehmen könnten. Der ukrainische Botschafter, der formuliert ja honigsüße Worte in Richtung Kanzleramt, dürfte dort auch gut in den Ohren liegen. Also Herr Makeyev, der meinte, ich sag's mal wörtlich, würden die Partner, die bei der Luftverteidigung helfen können, die gleiche Führungsstärke zeigen wie Deutschland, dann hätten wir unseren Himmel längst geschützt. Zitat Ende. Kann aber dann dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es der Bundesregierung ja bislang eben nicht gelungen ist, weitere Systeme aufzutreiben. Man hat die Federführung bei diesen Systemen übernommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich Führungsstärke nun allein dadurch auszeichnet, dass man am Ende selbst liefert. Klar geht man mit gutem Beispiel haben Sie gesagt, voran, aber wenn es dabei bleibt, dann kann man ja nicht unbedingt von Führungsstärke sprechen, wie Herr Makeyev das formuliert hat.
Naja, mit Führungsstärke alleine geht es ja nicht. Es muss ja schon die Bereitschaft der Partner auch da sein, dann auch mitzuhelfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das organisiert ist, diese Arbeitsgruppe. Ich weiß nicht, wer sie führt, deutscherseits. Aber ich glaube, das ist eine so wichtige Aufgabe. Ich glaube, da müsste man einen General darüber setzen, wenn sie es nicht schon getan haben. Möglicherweise ist es so, der sich dafür verantwortlich fühlt und da auch die multinationalen Gespräche mit den Partnern führt. Und da kann man ruhig einen nehmen, der vor der Zurücksetzung steht. Wenn er die Kompetenz hat und die Führungsstärke, dann sollte man solche Leute auch behalten, um sie dann auch außerhalb von irgendwelchen Strukturen, vom Ministerium oder so, einzusetzen, um solche Aufgaben wahrzunehmen. Und das gilt eigentlich für all diese Koordinierungsgruppen. Wenn wir uns dieses eine Patriot-System mal anschauen, was dieses eine System oder was ein solches System nutzen kann. Welchen Raum kann man mit so einem Patriot-System eigentlich luftverteidigungsmäßig abdecken? Also so ein Patriot-System ist ja in Staffeln gegliedert. Haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, das Wichtigste ist das Radargerät. Dann kommt die Feuerleiteinrichtung, also der Gefechtsstand praktisch. Und bis zu 8 Startgeräten, also LKWs, auf denen dann die Raketen gelagert sind und von denen sie auch abgeschossen werden können. So ein Startgerät, also ein LKW kann bis zu 8 Raketen tragen. Das ist also eine Staffel, die wir jetzt da betrachten müssen. Da gibt es ein paar öffentliche Daten, die kann man nehmen. Wobei ich Ihnen sage, dass gerade die neuesten Versionen, die jetzt auch die Bundeswehr hat, dass das schon einer Geheimhaltung unterliegt. Und deshalb lass uns mal die öffentlich zugänglichen Zahlen nehmen. Wobei ich Ihnen sage, dass es weitergeht. Das ist also das Minimum dessen. Und da kann man von einer Bekämpfungsreichweite ausgehen. Bei Zielen wie Flugzeugen, aber auch Marschflugkörpern, großen Drohnen von über 70 Kilometer. Ballistische Raketen können etwa auf die Hälfte der Distanz plus bekämpft werden. So, und dadurch können Sie ungefähr jetzt ausrechnen einen Raum, den Sie damit schützen können. Man muss auch berücksichtigen, dass das alles vernetzt werden muss per Datenverbindung. Also der Gefechtsstand muss seine Signale vom Radar bekommen, muss sie weitergeben an die einzelnen Startgeräte. Und diese Datenverbindung zwischen den einzelnen Fahrzeugen, die darf auch nicht unendlich sein, sondern die ist auch so in Größenordnung 30 bis 50 Kilometer. Dann ist da auch Schluss. Und so kann man sich ungefähr vorstellen, wie so ein Raum aussehen könnte, den eine solche Staffel schützt. Letzter Gedanke noch dazu. Das Radar ist kein drehbares Radar. Es ist ein hervorragendes Radar, ziemlich das Beste, was es da gibt für den Bereich der Luftverteidigung. Jedenfalls das in der neuesten Variante. Und das ist aber gerichtet nach einer Richtung. Weil die Marschflugkörper aber auch Kurven fliegen können, können sie eben auch aus dem Rücken kommen. Das heißt, man muss immer nach zwei Seiten denken, möglicherweise sogar nach drei Seiten, dass man einen Raum richtig abdecken kann. Aber es ist nicht so, dass man da riesige Räume abdecken kann. Und deshalb ist es schon plausibel, wenn die Ukrainer davon, ich weiß nicht, ich habe die Zahl nicht mehr genau in Erinnerung, so um die 20 bis 30 Staffeln haben wollen, damit große Teile des Landes auch geschützt werden können. Ich glaube, 25 hat der Präsident gesagt, dann aber gesagt, er will erstmal gar nicht 25, sondern nur 7. Für den Anfang. Herr Müller, wenn dieses System dahin kommt, kann man davon ausgehen, dass das von den Ukrainern auch sofort genutzt werden kann? Also wenn es denn zeitnah eintreffen sollte, Hintergrund meiner Frage, Ausbildung. Also da können Sie ja nicht irgendjemanden ransetzen. Hat denn die Ausbildung an diesem System parallel stattgefunden oder hat man die quasi auf Vorrat gemacht? Also in Deutschland wurden ja im letzten Jahr unter Federführung der Bundeswehr insgesamt 10.000 Soldaten der Ukraine ausgebildet. Der Grundsatz ist, dass die Ukraine den Ausbildungsbedarf bestimmt nach Zahl der Auszubildenden und nach den Fachrichtungen.
da sie ja schon seit vielen Monaten mehr Patriot wollen und dass sie auch von den Amerikanern erwarten, dass sie mehr geben an Patriot, haben sie sicher mehr und vor allen Dingen kontinuierlich ausgebildet, damit jetzt auch die Flexibilität da ist, das Gerät, das sie jetzt möglicherweise noch dazu bekommen, auch einzusetzen. Stichwort Flexibilität, wenn so eine Staffel, wenn ich davon sprach, dass sie bis zu 8 Startgeräten benötigen kann, kann man davon ausgehen, dass heute nicht jede Staffel immer 8 hat. Das heißt, man kann auch ein solches System komplettieren dadurch. Man kann ein System so flexibel aufstellen, dass es einen Raum mit 2 Radaren schützt und so weiter. Also auch diese Zusammenarbeit, diese Flexibilität des Systems, das wird Ihnen das auch erleichtern, die erfahrenen Leute und auch die neu ausgebildeten Leute dort insgesamt zu befähigen, mit dem System vernünftig umzugehen. Jetzt nochmal ausgefragt zu der von Ihnen so benannten verantwortungsvollen Entscheidung seitens der Bundesregierung. Die sagt ja nun, also wir können mit dem, was wir jetzt noch am Patriot-System haben in Deutschland, unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen. Bei der Aussage kann ja leicht einer auch auf die Idee kommen zu fragen, naja, wenn das so ist, also wenn ihr mit dem, was ihr jetzt noch habt, eure Bündnisverpflichtungen erfüllen könnt, wieso habt ihr das System denn nicht schon längst abgegeben? Also hättet ihr auch schon früher machen können. Aber da kommt dann sicher der Bühler zum Tragen, dass, wenn ich es recht gelesen habe, recht verstanden habe, dass dieses System gar nicht aktiv in der Bundeswehr war, sondern irgendwie aus der Instandsetzung kam oder kommt? Genau das hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt oder sogar ganz sicher. Es sind einige Systeme, wie Sie sagen, also Staffeln mit dem ganzen komplexen Gerät dort in die Industrie gegangen, um eine Modernisierung zu erfahren des Gesamtsystems. Offensichtlich ist es so, dass das jetzt so zügig abgewickelt wird, dass dann diese Anzahl von Staffeln noch verfügbar sind, die die Bundeswehr braucht und die NATO auch von uns fordert. Und wenn man aber warten musste, bis dieses System dann von der Industrie wiederkommt, dann deutet das ja im Grunde genommen aber darauf hin, dass jetzt wirklich alles auf Kante genäht ist bei der Bundeswehr in Sachen Patriot. Also, dass man in den nächsten Monaten möglicherweise nicht nochmal eines wird liefern können. Ja, auf Kante genäht ist das ganz sicher. Das ist eine Fähigkeit, die knapp ist. Die Bundeswehr hatte mal viel mehr Patriot-Staffeln. Jetzt hat sie, wie gesagt, 9 nur noch insgesamt. Das eine oder andere wird noch in der Umrüstung sein. Allerdings muss ich sagen, ich muss mich in einem Punkt korrigieren, das ich, glaube ich, beim vorletzten Mal auch dazu gesagt habe. Ich habe gesagt, dass das BMVG noch in diesem ersten Halbjahr 2024 dem Haushaltsausschuss des Bundestages eine Beschaffungsvorlage zuleiten würde, mit denen Material für 4 weitere Patriot-Staffeln bereitgestellt werden soll. Tatsache ist, dass diese Beschlussfassung des Haushaltsausschusses bereits im März stattgefunden hat. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Eine Unterlassung jetzt von mir, die ich jetzt korrigiere. Aber eben gut für die Bundeswehr, dass wir und die ersten Geräte sollen 2025, also in einem Dreivierteljahr, zulaufen. Also das ist schneller gegangen als so manche andere Nachbeschaffung für Material, das aus der Bundeswehr abgegeben worden ist. Dies zu Patriot, weil wir bei der Flugabwehr sind, Herr Bühler. Die Ukrainer, die haben ja von Deutschland auch Iris-T-Systeme bekommen, direkt aus der Industrie, ein System, das die Bundeswehr selbst nach wie vor nicht hat. Die Russen melden nun, dass sie eines dieser Systeme getroffen hätten. Wissen Sie, inwiefern da was dran ist? Also ich habe die Bilder gesehen im Internet. Die Russen melden das ja nicht zum ersten Mal, die haben das schon mehrfach gemeldet. Diesmal gibt es ein Video, das den Beschuss eines Startfahrzeugs für Iris-T zeigt, also für das Fahrzeug, das die Raketen tatsächlich trägt. Da gibt es aber Ungereimtheiten, die auch im Internet vorwärts und rückwärts diskutiert werden. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist nicht so, dass es bei dem Beschuss wie sonst üblich Sekundärexplosionen gibt. Also dass dieser Sprengkopf, der auf diesem Fahrzeug explodiert,
eine Explosion ausflößt, dass aber dann die explodierenden Raketen weitere Sekundärexplosionen auslösen, die dann in einem großen Feuerball resultieren. Und das nehmen einige zum Anlass, um zu sagen, das könnte natürlich auch ein Täuschkörper sein, also ein Fahrzeug, das aus Holz besteht beispielsweise. Aber ich bin da außerstande, das tatsächlich nachprüfen zu können von den Bildern her, die ich bisher gesehen habe. Also Ungereimtheiten gibt es dabei. Könnte aber sicher auch sein, und das ist ja auch nicht weit hergeholt, dass man da schlicht keine Raketen mehr hatte. Ne? Also denn die das kann auch, eben, sind eben ja auch knapp. Richtig. An dieser Stelle mal noch eine höhere Frage in Sachen Flugabwehr eingeschoben. Die kommt von Heinrich Sander aus Weilheim in Oberbayern, nicht weit weg vom Starnberger See. Zitat: In der Bundeswehr gab es bis 2005 das Flugabwehrsystem Roland. In Klammern, Wirkbereich ist ähnlich wie beim Gepard, nur handelt es sich hierbei um ein Raketensystem. Klammer zu. Entweder auf Marder-Fahrgestell oder von den 15 Tonnen. Meines Wissens wurde ein Teil dieser Systeme Langzeit eingelagert, müsste also noch vorhanden sein. Ich wundere mich daher, dass diese bisher bei der Unterstützung der Ukraine keine Rolle spielen. Zitat Ende. Also bei der Bundeswehr sind keine Langzeit eingelagert. Das wäre eine große Überraschung für mich. Es ist aber so, dass viele Systeme so in den Jahren 2000 bis 2005 verkauft worden sind an andere Staaten, dass auch viele Systeme einfach ausgemustert worden sind und verschrottet worden sind. Das System ist verkauft worden nach Katar beispielsweise, nach Brasilien. Ich habe auch in meiner aktiven Zeit, als ich mal Slowenien besucht habe, da bin ich ganz überrascht worden, dass sie auch neue Systeme dort haben oder hatten. Das weiß ich nicht, ob sie es noch haben. Das sind Systeme gewesen der Luftwaffe, ehemals also auf LKW. Der Auftrag dieser Rolands war, die mechanisierten Kräfte zu begleiten. Das sind die, die auf Marder waren, also im beweglichen Einsatz. Und die auf LKW stationiert waren, die hatten den Auftrag, Flugplätze in der Bundesrepublik Deutschland damals und später. Weiß ich nicht, ob das auf Lage noch ausgedehnt worden ist, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall trifft es zu für die Bundesrepublik Deutschland, Alt, also Westdeutschland. Es ist ein System, das aus den 70er Jahren kommt, in den 80er Jahren eingeführt worden ist, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob es die technischen Anforderungen so erfüllt, wie sie heute gebraucht werden. Und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt verfügbar sind. Aber vielleicht ist es eine Anregung. Wir haben ja eine große Zahl von Zuhörern, die auch wesentlich mehr Experten sind auf diesem Gebiet. Und vielleicht hat der eine oder andere einen Hinweis. Dann kommen wir immer noch zu einer Diskussion, die ja nun in den USA schon ellenlang geführt wird, noch immer ohne wirkliches Ergebnis. Also die Diskussion über das Milliardenhilfspaket, das da im US-Kongress feststeckt. Nun gibt es positive Zeichen von Donald Trump, insoweit als dass er sagt, naja, wir können ja mal drüber reden, dass wir das Paket der Ukraine sozusagen als Darlehen gewähren. Sehen Sie darin, Herr Bühler, schon einen kleinen Fortschritt? Also ich glaube, Sie sprechen da jetzt eine Diskussion an, die Anfang letzter Woche oder so gelaufen ist mit dem Statement da von Trump, ja, dass man das auch gegen Bezahlung machen könnte. Da gibt es, glaube ich, aber ein paar neue Entwicklungen jetzt übers Wochenende. Da gibt es zunächst erstmal die Äußerung der Sprecherin des Weißen Hauses, die klar gesagt hat, also wenn das Repräsentantenhaus jetzt endlich dieses Unterstützungspaket von 60 Milliarden freigibt, dann würden wir der Ukraine Systeme für die Luftverteidigung liefern. Und hier kann es sich nur um Patriot handeln, aus meiner Sicht. Aber Voraussetzung ist eben das. Und da wird eben ein Stück weit auch mit dem Finger Richtung des Sprechers, des Repräsentantenhauses, das ist Herrn Johnson, gezeigt. Jetzt bring das endlich mal ein und lass darüber abstimmen. Und dann können wir dort die Systeme auch liefern. Und zweitens gab es ja am Freitag das Gespräch, über das berichtet worden ist, zwischen Johnson und Trump da in Florida. Wir hören jetzt daraus nach diesem Gespräch, dass Trump Johnson schon unterstützt. Johnson hat jetzt angekündigt, gestern glaube ich,
eine Abstimmung im Repräsentantenhaus in den nächsten Tagen. Allerdings macht mich schon wieder skeptisch, dass er das Gesamtpaket Ukraine, Israel, Indopazifik nun wieder aufschnüren will und getrennt darüber abstimmen will. Was schwierig ist, weil der Senat ja bereits positiv beschlossen hat, aber das Gesamtpaket, also da müsste dann hinterher der Senat nochmal zustimmen. Also manchmal steht er ja auch unter Kritik in Amerika selbst, dass er dieses ganze Thema verschleppt, aber das passt da nicht zusammen mit dem, was man gehört hat aus diesem Gespräch mit Trump und Trump das unterstützen will. Also ich bin mal gespannt, wie sich die nächsten Tage in der Beziehung entwickeln. Nun gibt es ja wieder vermehrt Fragen von Hörerinnen und Hörern in einer Richtung, die wir, glaube ich, ansatzweise schon mal besprochen haben. Ich will mal stellvertretend Frederik Focken nennen und auch Alexander Plum aus Köln. Von letzterem will ich mal aus der Mail noch wörtlich zitieren. Ich lese es kurz vor. Aufgrund der politischen Konstellation und Machtverhältnisse im US-Kongress werden Mittel zur Finanzierung von Waffen und Munition nicht freigegeben. Aber was hindert westliche Staaten, NATO-Bündnispartner, Waffen der USA, insbesondere Artilleriemunition, zu finanzieren bzw. zu kaufen und der Ukraine umgehend zur Verfügung zu stellen? Warum geht das nicht, wenn es doch so nahe liegt? Zitat Ende. Also es geht darum, dass man in den USA einkauft, als Europa beispielsweise, und dann in die Ukraine liefert. Gut, da muss man unterscheiden zwischen Industrie und zwischen Beständen aus der amerikanischen Armee. Aber das ist jetzt so ein Detail, glaube ich. Wenn man will, ist das möglich. Das ist ja auch schon mal angeregt worden. Das ist nicht ganz neu, die Idee, aber es ist gut, dass es nochmal in dem Zusammenhang jetzt hochkommt. Natürlich müsste die Regierung der USA auch einem solchen Vorgehen zustimmen. Und auch der Kongress ist zu beteiligen bei diesen Waffenverkäufen aus den USA. Insbesondere auch, was den Endverbleib dann angeht. Aber nochmal, wenn man will, geht das. Wenn man aber auf den Willen der Europäer schaut und die Möglichkeiten auch der Europäer, dann glaube ich, dass wir da vorsichtig sein sollten. Wir werden den Anteil der Amerikaner nicht wettmachen können. Aus unterschiedlichsten Gründen, auch wenn wir insgesamt eine höhere Wirtschaftskraft haben und auch mehr Bevölkerung haben, wird das ganz schwierig werden, politisch ganz schwierig werden, den Zusammenhalt so zu gewinnen, dass am Ende die Europäer den amerikanischen Anteil übernehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Aus bündnispolitischen Gesichtspunkten ist es eher wichtig, glaube ich, dass man versucht, die Amerikaner im Boot zu halten. Und eben deshalb auch, weil es im amerikanischen Interesse auch liegen muss, dass die Ukraine entsprechend unterstützt wird. Und dann mal noch dran gehängt eine Frage von Frau oder Herrn M. Kallenbach. Zitat: Bei der Lieferung von Artilleriemunition durch die tschechische Initiative haben Sie als frühesten Liefertermin den Juni genannt, also Sie, Herr Bühler. Und nun ist die Ukraine jetzt in einer akuten Mangelsituation. Könnte diese in den kommenden circa 2 Monaten mit großen Verlusten an Personal, Material und Gelände bezahlen? Was spräche denn gegen einen Ringtausch auf der Zeitachse? Zum Beispiel die Bundeswehr und andere Europäer stellen jetzt so viel Munition, wie irgendwie geht, zur Verfügung, überbrücken damit die Lücke und füllen dann ihre Bestände wieder an den tschechischen Lieferungen auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in diesem kurzen Zeitraum selbst kämpfen muss, läuft doch gegen null. Erfüllt die Munition der Initiative nicht die Standards der Bundeswehr? Fragezeichen und Zitat Ende. Also es ist auch eine gute Idee. Deutschland ist da auch schon mal als Vorreiter, glaube ich, in der letzten Zeit aufgetreten. Die Bundesregierung hat zugesagt, 10.000 Schussartilleriemunition aus Bundeswehrbeständen sofort zu liefern. Die müssen also schon geliefert sein, denn das ist jetzt ein, zwei Wochen her. Und das könnten andere Staaten nachmachen. Einige machen das bereits, aber es könnten mehr Staaten tun. Inwieweit das funktionieren könnte mit einem Ringtausch, das klingt alles sehr gut, aber man muss wissen, dass so Staaten hier aus dem Westen mit all den gesetzlichen Verpflichtungen äußerst vorsichtig sind, auch mit Munition, wo sie die Munition einkaufen. Sie sind äußerst vorsichtig, was die Zertifizierung angeht. Die verwenden nicht irgendeine Munition, die sie irgendwo bekommen. Ist auch vollkommen verständlich. Das sind Armeen, die unter Friedensbedingungen ausbilden und schießen.
das ist nicht vergleichbar mit dem, was die Ukraine als Risiko hier in Kauf nehmen. Die nehmen tatsächlich das, was auf dem Markt verfügbar ist. Und insofern würde ich sagen, ja, gute Idee, aber der Teufel liegt da im Detail, denke ich. Okay, dann war noch eine Sache aus der Abteilung Meldungen, eine einzige, eine kurze, von der ich glaube, wir könnten uns sicher trefflich darüber unterhalten, Herr Bühler, wenn wir nicht aufzeichnen. Aber im Podcast, vermute ich mal, verbieten Sie sich dazu wohl eher den Mund, weil Sie öffentlich über Gerüchte natürlich nicht spekulieren wollen. Aber quasi der Vollständigkeit halber will ich es zumindest mal anführen. Vielleicht fällt Ihnen hier doch noch was dazu ein, dass Sie in der Öffentlichkeit sagen könnten, das für uns einen gewissen Mehrwert haben könnte. Stichwort die Führung der Bundeswehr. Über die angedachten Umstrukturierungen haben wir ja gesprochen, nicht aber über das konkrete Personal. Der Business Insider, der macht nun aber öffentlich, dass das Rumoren im Bundesverteidigungsministerium ziemlich laut sein soll, dass es Unmut geben soll über den Generalinspekteur und dass der möglicherweise vor der Ablösung stehen soll. Viele Male soll. Ich kann mir nur schwer vorstellen, aber Herr Bühler, dass Sie davon keine Ahnung und nichts gehört haben. Was können Sie uns denn dazu sagen? Also ich habe das am Freitag gehört und ich habe das auch gelesen mittlerweile. Ich sage inhaltlich dazu gar nichts zu diesen Spekulationen. Warum nicht? Ich halte nichts von diesem Schlüsselloch-Journalismus in Personalangelegenheiten, der auf irgendwelchen Informanten, die sich da etwas zusammenreimen und einem Investigativjournalisten zuspielen, beruht. Das ist nicht der erste Fall, gerade was die Plattform angeht. Und ich hoffe, dass man diese aus meiner Sicht unverantwortlichen Informanten auch einmal stellen kann. Natürlich, und jetzt sind wir doch ein bisschen in der Sache, wir hatten ja damals im Podcast vor 2 Wochen die Umstrukturierungen in der Spitzengliederung besprochen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen. Da gibt es dann auch Auseinandersetzungen in der Sache. Da gibt es Leute, die dann betroffen sind, negativ betroffen sind und andere sind positiv betroffen. Das ist vollkommen klar, dass es dazu Diskussionen gibt. Und wenn da irgendwelche Leute aus dem Umfeld heraus Diskussionen wahrnehmen, dann können sie zu Schlüssen kommen, die ganz sicher so nicht richtig sind. Also so, wie es da steht, daran kann ich nicht glauben. Obwohl die Art und Weise, wie Sie jetzt erzählt haben, klang ja fast so, als ob das eigentlich offenbar eine gute Quelle ist. Naja, wissen Sie, so ein Ministerium ist natürlich groß, aber so ein Ministerium hat eine Spitze, aber auch die Spitze ist breit, wenn Sie den ganzen Unterstützungsbereich mit dazu nehmen. Und da gibt es Referenten, da gibt es Beamte, die dann auch ihre eigenen Interessen dabei haben, die sich da wichtig genug fühlen, da solche Dinge zu kommentieren. Ob das alles stimmt, das ist die ganz andere Frage. Aus meiner persönlichen Erfahrung auch über viele Jahre hinweg ist vieles überzogen, überzeichnet. Man sollte da nicht zu viel drauf geben. Man sollte abwarten, wenn tatsächlich ein Anlass da war in einer Personalangelegenheit. Und dann kann man sicher auch darüber sprechen. Aber so, solange es solche Spekulationen sind, die aus meiner Sicht keine Begründung haben, solange müssen wir da nicht weiterreden. Alles klar. Dann strich auch unter dieses Thema. Wir schauen jetzt auf die Geschehnisse im Nahen Osten. Am Wochenende der massive Luftangriff des Irans auf Israel. Wir fangen aber zeitlich ein bisschen früher an. Vielleicht kleine Anmerkung noch an dieser Stelle zu einem Punkt, der mir eigentlich selbstverständlich erscheint. Ich will es aber dennoch nochmal ausdrücklich erwähnt haben. Also wir können hier natürlich nicht alle Hintergründe und schon gar nicht den ganzen Nahostkonflikt erklären. Alles, was wir besprechen zu diesem Thema, wird also lückenhaft sein müssen. Also Herr Bühler, beginnen wir Anfang April. Da gab es einen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien. Israel sagt dazu nichts, aber man kann doch ziemlich sicher davon ausgehen, dass Israel dafür verantwortlich war, oder? Das weiß ich genauso wenig, wie Sie das wissen können. Aber mit Ihrer Formulierung kann ich mitgehen. Also man kann davon ausgehen. Da wurde ein Konsulargebäude der Botschaft zerstört, der iranischen. Bei dem Angriff starben über ein Dutzend Menschen, darunter mehrere iranische
Generäle. Wie gesagt, Israel kommentiert das Ganze nicht. Kann man denn aber auch davon ausgehen, dass Israel dann diese Militärs offenbar als legitime Ziele betrachtet hat? Und die Frage hinten dran noch, waren sie das dann auch tatsächlich, also legitime Ziele? Also Generale der iranischen Revolutionsgarden, über die sprechen wir jetzt, die für die Unterstützung, für die Anleitung, für die Führung der Hisbollah-Miliz verantwortlich sind, also der Miliz im Libanon, und damit mitverantwortlich für den jahrelangen Beschuss israelischer Städte und Dörfer. Man kann davon ausgehen, dass dort eine Besprechung genau zu diesem Zweck eben stattgefunden hat. Gut, Israel kommentiert das nicht. Offensichtlich ist es so, dass sie das als legitimes Ziel betrachtet haben. Wenn ich jetzt überlege, war es das? Tja, es war auf dem Boden der Botschaft des Iran in Damaskus, in Syrien. Eine Botschaft ist völkerrechtlich Bestandteil des Iran. Insofern war es völkerrechtlich ein Angriff auf den Iran. Also soweit zur Legitimität. Was sagt mir das jetzt? Also war es legitim? Offenbar nicht, nach Ihrer Ansicht, ne? Ja, jedenfalls nicht in diesem Aspekt. Nun muss man natürlich auch sehen, das Selbstverteidigungsrecht der Israelis, die sich nach diesen jahrelangen Bedrohungen, und nicht nur Bedrohungen, sondern tatsächlich im Raketenbeschuss ihrer Städte und Dörfer auch wehren gegen diese Generale der Revolutionsgarden, die in vielen Ländern als Terrororganisation auch klassifiziert ist. Dennoch stellt sich die Frage, Herr Bühler, ob das, was die Israelis da gemacht haben, also da die Botschaft eines souveränen Landes in einem anderen souveränen Land anzugreifen, ob das vernünftig war. Also man sitzt ja dort in dieser Region quasi seit Ewigkeiten auf einem Pulverfass und macht da mal eben vor sich ein Feuerchen an. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, aus Syrien heraus wird Israel regelmäßig beschossen, genauso wie von der Hisbollah aus dem Libanon. Auch diese Drahtzieher in Syrien stehen unter unmittelbarem Einfluss der Revolutionsgarden. Und deshalb nochmal, es gehört zum Selbstverteidigungsrecht Israels dazu, sich dagegen wehren zu können. Jetzt zu der Frage, ist es vernünftig, das zu tun? Also dem kann ich mich nicht anschließen. Ich glaube, dass man da einen solchen Angriff vom Ende her hätte denken müssen, was die Israelis eigentlich tun. Die israelischen Militärs sind gute strategische Denker, die tun das normalerweise. Die Situation am Ende darf nicht schlimmer sein als das Unrecht, das der Anlass für diese Reaktion ist. So würde ich das ausdrücken und so habe ich das ja auch im Oktober letzten Jahres auch ausgedrückt. Und insofern meine ich, hätte man andere Wege und Mittel suchen müssen, um diese Revolutionsgarden auch irgendwie dingfest zu machen und zur Verantwortung zu ziehen. Also vom Ende her denken, Herr Bühler meint, man konnte sich ja ausmalen, dass die Iraner das nicht ohne Reaktion mit sich machen lassen, oder? Ja, ganz genau. Und dann gab es diese Reaktion, einen massiven Luftangriff auf Israel. Ja, Israel ist zum ersten Mal überhaupt aus dem Iran direkt angegriffen worden, unter Mithilfe der bisherigen Stellvertreter des Irans, die das über viele Jahre für den Iran erledigt ließen, im Jemen, die Al-Aqsa-Brigaden, alles Terrororganisationen, die Israel von der Landkarte streichen wollen. Israel ist angegriffen worden mit über 300 ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Offenbar, und der Gedanke liegt tatsächlich nahe, wenn man sich das anschaut, offenbar hat man auch das Know-how für solch einen großen, komplexen Angriff, den ja Iran noch nicht durchgeführt hat, aus dem Russlandkrieg gegen die Ukraine dort übertragen für diesen Angriff auf Israel. Aber wenn wir uns die Größenordnung mal angucken und mal vergleichen, also das israelische Kernland, ich hatte mal nachgeguckt, ist minimal größer als Sachsen-Anhalt. Oder wenn wir jetzt in der Ukraine bleiben, das hat ungefähr so 2/3 der Größe der Oblast Charkiw. Also wenn wir uns diese Größenordnung anschauen, einen vergleichbaren, ähnlich massiven Luftangriff der Russen auf ukrainisches Territorium, ich meine auf so ein eng begrenztes Gebiet, hat es doch eigentlich auch noch nie gegeben, oder? Nein, auf keinen Fall in einem so kurzen Zeitraum und in einem so
eng begrenzten Gebiet. Aber insgesamt hat Russland natürlich Tausende von Raketen, Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen auf die Ukraine gefeuert. Das ist völlig unbenommen, klar. Mit diesem Angriff hatte man ja gerechnet, also mit dem iranischen auf Israel, offenbar auch in dieser Größenordnung. Man hatte sich ja vorbereitet und allerdings kann man ja durchaus die Frage stellen, ob die Israelis diesen Angriff wirklich hätten allein abwehren und am Ende sagen können, also liebe Iraner, war im Grunde alles für die Katz, was ihr da gemacht habt. Wir haben 99% eurer Geschosse, Raketen, Drohnen, Marschflugkörper abgewehrt. Also sprich, es gab eine signifikante Hilfe von westlichen Staaten und nicht nur von denen. Also man hat nicht nur mit dem Angriff gerechnet, es war im Grunde genommen ein Angriff mit Ansage über die letzten Tage vor dem Angriff selbst. Es war ganz sicher keine Überraschung. Israel war natürlich beteiligt, USA, Großbritannien, Frankreich, Jordanien, Saudi-Arabien und andere, die dort Hilfestellung geleistet haben. Israel natürlich mit seinem dreilagigen Schutzschirm und mit Flugzeugen, die anderen mit Schiffen und Flugzeugen, die Jordanier mit Flugzeugen und vom Boden aus. Also es war schon eine beeindruckende Koalition, die auch in kurzer Zeit zusammengeschmiedet worden ist. Und man hat eindeutig erkennen können, dass das auch tatsächlich vorbereitet worden ist, auch mit der Stationierung der Schiffe im Mittelmeer und im Roten Meer beispielsweise. Und dass man die entsprechenden Fähigkeiten auch am richtigen Platz hat. Denn jedes Schiff ist ja nicht gleich, wie wir wissen, sondern hat unterschiedliche Fähigkeiten. Und diese Flugzeuge hatte man dann an diesem Platz. Und man hatte auch die Flugzeuge in einer Bereitschaftsstufe, dass es erlaubt hat, sobald die ersten Drohnen losgeschickt worden sind aus dem Iran, dass man die Flugzeuge in die Luft auch gebracht hat. Im Übrigen sind sehr viele und wenn ich gerade die meisten Drohnen durch Flugzeuge abgeschossen worden. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, ein CSU-Politiker, hat ins Spiel gebracht, ob sich nicht künftig auch die deutsche Luftwaffe an der Verteidigung Israels beteiligen könnte. Wörtlich hat er gesagt, insbesondere sollte geprüft werden, ob sich die Luftwaffe an der Seite von weiteren Alliierten mit entsprechenden Kräften, wie zum Beispiel dem Eurofighter, zum Schutz Israels beteiligt. Zitat Ende. Was meinen Sie dazu, Herr Bühler? Also ich glaube, der Abgeordnete Hahn hat das grundsätzlich gesagt. Er wird übereinstimmen mit mir und vielen, viel wichtigeren Leuten auch, dass man jetzt mal versuchen muss, dass man aus dieser Eskalationsspirale dort rauskommt. Und weil eben auch keiner Interesse hat, dass dies zu einem großen Konflikt kommt. Und jetzt muss man erstmal warten, was die Israelis da vorhaben und möglicherweise auch beeinflussen, was die Israelis dann tatsächlich darauf tun werden. Aber in der Sache hat der Abgeordnete Hahn durchaus recht. Der Schutz des Staates Israel gehört ja zu unserer Staatsräson. Und wenn wir militärische Fähigkeiten in der Region haben, wenn wir ein Schiff da haben, wenn wir Flugzeuge da haben, wenn wir Tankflugzeuge dort haben, dann sollten wir uns auch beteiligen. Weil Sie die Reaktion Israels angesprochen haben, da steht ja auch die Frage, beziehungsweise müsste ich eigentlich fragen, was wäre denn für Ihre Begriffe vernünftig? Also gar nichts zu tun ist vielleicht unvernünftig, aber ich weiß auch nicht, ob die Frage mit der Vernunft wirklich eine gute ist, weil die spielt ja in diesem Konflikt eigentlich nie eine Rolle. Wie sehen Sie das? Naja, hat über die Jahrzehnte schon ab und zu eine Rolle gespielt, glaube ich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Heute kann man sicher sagen, es will keiner die große Konfrontation dort in diesem Raum schon gleich gar nicht. Und das gibt es genügend Staaten, auch China allen voran, die ein großes Interesse daran haben, dass die Bewegungsfreiheit auch durch das Rote Meer weiterhin gewährleistet ist und dass es eben keine militärische Auseinandersetzungen von vielen Staaten dort im Nahen und Mittleren Osten geben wird. Darauf muss man, glaube ich, hinarbeiten,
dass es dies nicht gibt. Und das sehe ich das schon auf, das sehe ich die Staaten und all diejenigen, die dort mit Pendeldiplomatie ihren Beitrag leisten, der amerikanische Außenminister zum Beispiel, auch unsere Außenministerin, das sehe ich uns schon auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite muss man auch die israelische Position verstehen. Ganz ohne Antwort wird es nicht sein, aber es muss eine Antwort sein, wenn überhaupt, die so gestaltet ist, dass die Lage nicht noch schwieriger wird als das, was man vorher als Anlass genommen hat für einen solchen Schlag gegen die iranische Botschaft in Damaskus. Nun hat die Abwehr dieses iranischen Angriffs ja gezeigt, was möglich ist, wenn man seine Kräfte konzentriert, wenn man ein Land nicht alleine lässt. Immerhin ist Israel ja auch nicht in der NATO. Der tschechische Europaminister Martin Dvořák, der meinte zum Beispiel, Zitat, der nächtliche Angriff des Ayatollah auf Israel wurde dank einer schnellen internationalen Reaktion und der Bereitschaft, den Luftraum zu verteidigen, erfolgreich abgewehrt. Es ist bedauerlich, dass wir den Luftraum über der Ukraine nicht mit der gleichen Entschlossenheit verteidigen. Zitat Ende. Wie sehen Sie das? Naja, da haben Sie jetzt eine Stimme unter vielen genommen. Aber ich muss sagen, so wie Sie es gerade vorgelesen haben, kann ich durchaus sagen, ja, das sehe ich genauso. Aber ich würde noch einen Satz dazu sagen. Ich würde dazu fügen, dass wir dies direkt zu Recht nicht wollen dürfen. Ich drücke es mal so aus. Wir wollen nicht Kriegspartei werden in diesem Krieg, weil es uns nichts nutzt, weil es gegen unsere Interessen ist und weil es der Ukraine vor allen Dingen auch nichts nutzen wird. All das, was unterhalb dieser Schwelle stattfindet, kann ich alles mittragen. Und deshalb sage ich nur, wenn man eine kleine Ergänzung macht zu der Äußerung des Europaministers, dann bin ich da voll dabei. Unsere Aufgabe, das muss ich natürlich auch dazu sagen und das habe ich ja immer gesagt, unsere Aufgabe ist, den Ukrainern die Luftverteidigungssysteme zur Verfügung zu stellen, dass sie sich selbst verteidigen können. Also eine Stimme von vielen, diese eine Politiker, aber ich könnte Ihnen eine ganze Menge Zuschriften von Hörerinnen und Hörern zitieren, die möglicherweise mit dieser Antwort von Ihnen jetzt nicht zufrieden wären. Ich nehme mal unseren Hörer Andreas Krugmann aus Großhansdorf, das ist offenbar in der Nähe von Hamburg, der hat Folgendes geschrieben, also es ist beeindruckend, wie Israel den Angriff des Iran abgefangen hat, sensationell die Erfolgsquote, auch dank der Unterstützung der Verbündeten, selbst Jordanien hat mitgeholfen. Wenn man bedenkt, welche Milliardenschäden die Russen in der Ukraine erzeugen, sollten sich die mit der Ukraine Verbündeten schnellstens entschließen, auch in der Ukraine so zu verfahren? Oder was ist bei diesem unberechtigten Angriff anders? Wenn nur angreifende Objekte abgefangen werden, ist so ein Einsatz durch das Völkerrecht doch gedeckt. Man muss nur etwas Mut haben, schreibt Andreas Krugmann. Ihre Auffassung oder Entgegnung oder Erläuterung? Naja, Ihre Einleitung, die zeigt ja nochmal, je schlechter die Situation wird für die Ukraine, desto schwieriger wird die Diskussion werden. Und deshalb habe ich auch vor 2 Jahren schon gewarnt, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen in der Unterstützung der Ukraine, dann kommen wir in solche Diskussionen rein, die uns aber aus meiner Sicht nicht weiterhelfen, aber ganz schwierig zu bestehen sind. Ich stimme absolut überein, die Erfolgsquote ist sensationell. Das wäre sicher in kaum bis keinem Land so gelungen, dass man 99% aller Flugkörper abschießt. Und das ist nicht nur die Unterstützung der anderen Staaten dabei, sondern das ist ja schon über Jahre hinweg das Ergebnis des Aufbaus einer fast 100%igen Luftverteidigung in Israel, wie es kein anderes Land hat. Das hängt natürlich auch mit der Größe zusammen dieses Landes. Da haben Sie vorhin schon mal darauf hingewiesen. Die Ukraine im Gegensatz ist ein großes Land, das ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Die Ukraine müsste eine ganz andere Kapazität haben, um die gleiche 100%ige oder 99%ige Erfolgsquote dann unterm Strich auch zu haben. Der eigentliche Kern aber der Frage, und das ist der kritische Kern natürlich auch für mich, wir sollten uns überlegen als Verbündete, dass wir mit der Ukraine auch so verfahren. Das heißt, dass wir angreifende Objekte auch abfangen. Natürlich ist das durch das Völkerrecht gedeckt.
das Völkerrecht sagt ja durchaus aus, dass die Ukraine das Selbstverteidigungsrecht hat. Und im erweiterten Selbstverteidigungsrecht können natürlich auch andere Völker, andere Nationen helfen, dass die Ukraine von ihrem Recht Gebrauch machen kann. Das ist also völkerrechtlich überhaupt keine Frage. Die Frage ist, nützt es uns auch militärisch und politisch? Die Frage ist, nützt es der Ukraine was, wenn die NATO-Länder, die sie heute noch unterstützen, wenn die selbst Kriegspartei werden? Ich sage nein, das hilft ihnen gar nichts, denn dann werden diese Länder bzw. die NATO-Nationen, NATO-Partner insgesamt zusehen, dass sie ihre eigenen Mittel auf Vordermann bringen und dann im großen Ganzen in der NATO dann aufgehen lassen. Also das, glaube ich, das bringt uns nicht weiter, diese Diskussion. Und man darf nicht glauben, dass man die Ukraine schützen kann aus dem Bereich der NATO heraus. Also die Luftverteidigungsmittel in Polen stehen zu haben oder in Rumänien stehen zu haben, in der Slowakei stehen zu haben oder irgendwo im Baltikum. Dazu ist die Ukraine viel zu groß. Da müssen sie schon mit, oder da müssten sie schon mit bodengebundener Luftverteidigung in die Ukraine gehen und auch Flugzeuge bereithalten, die in die Ukraine fliegen können. Und das wollen wir aus meiner Sicht zu Recht nicht haben. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt im Vorfeld. Also die Ukraine ist, wenn man das ganze Land jetzt nimmt, 27 Mal so groß wie das israelische Kernland. Also das ist schon wirklich eine ganz andere Hausnummer, die Luftverteidigung der Ukraine. Aber letzte Frage noch dazu, Herr Bühler. Wir können in den Hörermails auch lesen, also dass da argumentiert wird, die Briten, die Amerikaner, die haben sich im Falle Israels auch nicht Gedanken darüber gemacht, irgendwie, ob sie vielleicht Kriegspartei werden könnten in diesem Pulverfass Nahost. Warum blockiert sie das im Falle der Ukraine? Naja, weil der Iran ein anderes Land ist als Russland. Russland hat eben etwas, was der Iran hoffentlich nie bekommt, nämlich Atomwaffen. Und wenn wir eine Konfrontation haben zwischen der NATO und Russland, dann bewegen wir uns in einem Bereich einer möglichen Eskalation, die keiner haben will. Man kann das bedauern, dass es so ist, aber es ist auf der anderen Seite ganz gut so, dass die Abschreckung wirkt, auch die Abschreckung Russlands mit seinen Atomwaffen vor einem Einsatz der NATO und andersrum. Und wenn man das mal aufbrechen würde, dann käme man in eine Situation hinein, die man militärisch und dann letztlich auch politisch nicht mehr beherrschen kann. Und deshalb plädiere ich immer dafür, dass man auf dieser Basis weiterarbeitet, allerdings mit einer starken und verstärkten Unterstützung der Ukraine, um aus dieser Diskussion herauszukommen. Und damit machen wir auch einen Punkt unter dieses Thema und sind damit eigentlich schon fast am Ende. Nur eine ganz große Sache noch, die uns auch von mehreren Hörern und Hörerinnen erreicht hat. Die haben sich gewundert, dass man in diesem Jahr beim Deutschen Podcastpreis nicht für uns abstimmen kann. Stellvertretend will ich mal Matthias Turowski nennen, der uns wirklich ausführlich geschrieben hat, warum ihm so viel an unserem Podcast liegt. Vielen Dank, Herr Turowski. Ja, was soll ich sagen? Wir haben uns nicht beworben in diesem Jahr. Wir machen den Podcast ja nicht, um am Ende Preisträger in Wettbewerben zu werden. Sie auch nicht, Herr Bühler, ne? Nein, das sehe ich ganz genauso. Da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis. Es war schon ein gewisser Zeitaufwand, auch die Bewerbung und dann die Abstimmung darüber und dann die Veranstaltung. Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, das waren schöne Erfahrungen. Wir sind da in die Spitzengruppe mit reingekommen auf die sogenannte Shortlist. Ich glaube, es waren 4 Podcasts insgesamt, wobei uns niemand gesagt hat, wer Nummer 1 schon natürlich, aber wer Nummer 2, 3 und 4 ist. Aber letztlich ist so, wie Herr Deisinger es gesagt hat, gerade auch zu diesem Thema, da will man nicht offensiv jetzt absolut Preisträger werden. Es reicht uns die Wertschätzung unseres Publikums, die in vielen Zuschriften zum Ausdruck kommt und die auch in den Zahlen zum Ausdruck kommen, die wir bei Spotify zum Beispiel haben an Abonnenten oder bei den ganzen anderen Abrufzahlen über die anderen Portale. Okay. So, und damit sind wir jetzt durch für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise, Fragen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Nächstes Mal, Herr Bühler, bin ich nicht dabei. Kann sogar sein, dass ich dieses nächste Mal auch auf etwa 2 Wochen ausweite. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen. Nächstes Mal vertritt mich zumindest ein Kollege, den Sie hier noch nicht gehört haben. Das ist Christian Erl. Vielen Dank schon mal, Christian. Und Herr Bühler, Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen für die Freitagsfolge dieser Woche und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann freue ich mich auf den Podcast mit Herrn Erl am Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.